Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, weiter geht's mit dem Schützen. Dem Zwergenschützen. Ich habe hier einen neuen Skill. Das Kit. Der Schlangenbiss, der macht Giftschaden. Über Zeit. Und hier habe ich noch ein Manöver. Kann ich meine Geschicklichkeit erhöhen. Sonst Beweglichkeit und Schild durchbauen haben wir selbst auch. So. Wir nehmen hier ein paar Quests an. Das letzte Mal sind ja uns die Quests ausgegangen. Und jetzt können wir wieder Quests machen. Weil wir ein Level Up sind. So. Und Bücherregal schauen. Hier müssen wir auch irgendwas da drin. Schauen wir mal. Hier. Hier drinnen wahrscheinlich. Kann man hier eigentlich rüber? Nur schwer. Gehen wir hier runter. Ups, das ist schon passiert, aber uns ist nichts passiert. Tja, mit dem großen Schwert kann ich das überhaupt tragen. Eine kleine Dame mit einem riesen Schwert. So, der. Jetzt müssen wir wieder nach irgendwo anders hin. Ich mache die gleichen Quests. Ist die auch normal? Ja, ich muss die gleichen Quests machen wie ich. Aber die hat kein Ding. Reit hier. Ich bin schneller. Yeah. Also schauen wir mal, ob es noch mehr Quests gibt hier. Scheinbar nicht. Schade. Aha, mir. Nein, natürlich nicht. Zwei sind noch in der Kirche. Thronsaal. Ich bin ein Pferd und bin zu fett. Ich bin ein großes Pferd und bin zu fett. Ja, aber bitte. Ohne zu laufen, dankeschön. So, ja, 10 weißes Fell standen. Dankeschön. Ja, ich habe gelesen, der Schütze ist einfach verbaut. Und ich zeige danach wieso. Es gibt ein paar Skills, die sind richtig unfair. Aber lasst euch hier überraschen. Und schaut selber nach. Nein. Gewisse Fernkampf-Skills, die extrem schnell ausführbar sind. Oder die Reichweite erhöhen und Schnelligkeit erhöhen. Alles mögliche hat der Schütz. Völlig overpowered. Müssen wir hier noch abgeben. Und die Schwerter. Okay. Aha. Mit den Thronen so. Das ist doch die Hauptstadt, oder? Ja?
Edelmann. Er heißt Edelmann oder was? Ja, oh mein Gott, nervt doch. Immer her, hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück. Voll geil, Chris. Ob diese Japaner geflasht sind, wenn sie solche Spiele spielen müssen? Ich weiß es nicht. Also solche Quests, das Spiel ist schon gut, aber Quests geht gar nicht. Gehen wir noch kurz die Quest abgeben. Die nervt nämlich. Der hat auch ein komisches Waffe. Eine Gleffe. So, aber jetzt bitte. Ja. Nun gehen wir zum Kellertang. Weil wahrscheinlich die Gegner wieder oben sind. Was muss ich hier machen? Dark gefangen töten, aber die sind doch oben mehr. Ich schau mal, irgendwo müssen die doch irgendwo sein. Bisschen Truppen. Also bisschen mehr als nur einen. Das ist wirklich nur einer da. Ich darf nicht mehr als zwei Gegner hin tun, da sonst werden alle die Quests machen. Die Quest darf nie erledigt werden. Sie muss von den Spielern überstürmt werden. Zeige ich euch mal den Ski. Schlangen ist. Er ist noch rangekommen, aber nur noch ein kleines bisschen. Überall sind Junge. Es sind überall Junge, plötzlich hier am Herumtollen, am Herum nichts machen. So, nein.
Sehen. Das ist ein bisschen schlecht. Die Reichweite ist schon geil, also später gibt es noch viel höhere Reichweiten, sind noch möglich. Und ja. Schütze ist schon geil. Die einfach unendlich Mana abfasst. Na? Ich möchte gerne weitermachen. Die hat wahrscheinlich alle gekillt. Weil am Anfang sind einfach überall mit Abstand stärksten und so. Am schnellsten töten den. Das ist doch, nein, die habe ich gar nicht. Um die Angriffsreichweite noch erhöhen kann. So. Ein Buff. Das ist relativ schnell erledigt. Ich kann nicht mal Reisen einsetzen, schon sind sie tot. Und das sind normale Gegner, also schon recht overpowered. Die macht leider ein bisschen wenig Damage mit den normalen Angriffen. Da muss ich eigentlich immer mit dem Gift nachhelfen. Noch einen. Ja, noch einen. Mit Grafikquellen. Echt nur von Regnum.